Dieses Video soll dir das Gremienmodell der Hochschule Fulda verständlich machen. Das Gremienmodell beschreibt das Zusammenspiel der einzelnen Gremien der Hochschule Fulda. Ein Gremium ist eine Auswahl an Personen, die eine größere Gruppe von Menschen vertritt und sich um die Interessen dieser Gruppe kümmert. Alle Studierenden können bei der alljährlichen Hochschulwahl jeweils eine Stimme für den FSR, das ist der Fachschaftsrat, das Stupa, das ist das Studierendenparlament, den FBR, das ist der Fachbereichsrat, und den Senat abgeben. Der Fachbereichsrat und der Senat sind Gremien, in denen auch Professorinnen und Professoren und Beschäftigte der Hochschule mitwirken. Im FSR und im Stupa sind jedoch ausschließlich Studierende. Alle Studierenden können sich bis etwa einen Monat vor der Wahl selbst für alle diese Gremien zur Wahl stellen. Dabei können auch konkurrierende Listen entstehen, wie es in der Politik auch konkurrierende Parteien gibt. Jeder Fachbereich hat einen FSR und einen FBR. Diese Gremien werden nur von den Studierenden des jeweiligen Fachbereichs gewählt. Es gibt nur einen Senat und ein Stupa an der Hochschule. Diese beiden Gremien werden von allen Studierenden gewählt. Dann gibt es noch den ASTA. Dieser wird aber nicht bei den alljährlichen Wahlen gewählt, sondern vom Stupa gewählt und kontrolliert. Das Stupa wählt und kontrolliert also den ASTA und dieser kontrolliert die FSRs. Diese rein studentischen Gremien kümmern sich um alle Belange des studentischen Lebens. Mit den Prüfungsordnungen und der Verwendung von Geldmitteln sowie grundsätzlichen Fragen der Forschung und Lehre des Fachbereichs und der Hochschule beschäftigen sich die FBRs bzw. der Senat. Wenn du noch Fragen hast, kannst du gerne im ASTA vorbeikommen oder uns schreiben oder dich auf unserer Webseite informieren.